Trockentraining zu Hause ist einer der grundlegenden Bestandteile des Skisports. Dies kann man in unterschiedlichster Art und Weise tun. Hier nochmal ganz kurz drei Varianten. In den Jahren, in denen ich diesen YouTube-Kanal betreibe, konnte ich schon die eine oder andere Methode des Trockentrainings probieren. Es fing seinerzeit an mit meiner FN International 2, die ja einen integrierten Trockentrainingsmodus hat. Ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, ich kriege das Ding nicht mehr aktiviert. Es ging aber irgendwie Spannen der Waffe und dann den Hebel in eine bestimmte Position bringen, den Sicherungshebel, und dann kann man Trockentraining machen. Nachteil an diesem System ist, genauso auch wie es bei der Walter GSP ist, wo es auch ein Trockentrainingsabzugssystem gibt, dass man eben nicht sieht, was für einen Fehler man gemacht hat. Man kann allerhöchstens das saubere Abziehen trainieren, aber ich bekomme keine Rückmeldung, kein Feedback davon, ob das tatsächlich funktioniert hat, ob das richtig ist, was ich tue oder nicht. Ist ein gangbarer Weg, ist vernünftig, ist eine coole Geschichte, zumal bei dieser älteren Waffe ist es integriert und kostet damit nichts. Also warum denn nicht? Die zweite Variante, die ich ja getestet habe, die ich ja auch ausführlich in einem Video vorgestellt hatte, ist zum Beispiel mit einer Laserimpulspatrone. Laserimpuls bedeutet im Klartext, ich habe eine Patrone und in dieser Patrone ist ein kleiner Laser drin, der jedes Mal, wenn ich den Abzug durchziehe, einen kleinen Laserimpuls von sich gibt. Damit bekomme ich eine visuelle Anzeige, wo denn dieser Laser hingeht. So, um dieses System nutzen zu können, brauche ich A, eine Software. Die gibt es zwar kostenlos, Ares nennt die sich. Ich brauche einen Laptop oder ein Tablet und ich brauche eine Webcam. Denn ich brauche etwas, das die Treffer aufzeichnet und etwas, das die Treffer auch auswerten kann. Ich hatte ja ein Video gemacht zu diesem Thema Ares, fand es eigentlich eine ziemlich interessante und nette Angelegenheit, zumal man verschiedene Modis machen kann. Man kann sich quasi für zu Hause ein eigenes kleines Schießkino aufbauen. Aber was es aus meinen Augen nicht aufzeigt, ist, wo meine Schießfehler liegen. Das ist für mich ein elementarer Bestandteil eines solchen Trockentrainingssystems. Ich möchte ja wissen, wo sind meine Fehler? Was habe ich denn getan, was dieses Verreißen verursacht? Oder warum kommen die Treffer nicht dorthin, wo ich sie eigentlich hinhaben will? Und das bekomme ich hiermit in meinen Augen nicht wirklich raus. Aber auch das ist eine Variante, mit der man zumindest mal für den Anfang trainieren kann. Zumal sie, wenn man nicht die teure Lösung für rund 400 Euro nimmt, recht kostengünstig bekommen kann. Die letzte Variante im Spiel ist ein sehr modernes System. Und das hatte ich ja bereits in einem Video vorgestellt. Und zwar das Mantis X. Mantis X ist letzten Endes ein Bauteil, das wir unten an die Pickerschiene ansetzen, an die Zubehörschiene einer Kurzwaffe, paaren es mit einem Smartphone, mit einer App. Nachteil hier, geht nur mit iOS ab Version 9 und Android, Windows Phone oder BlackBerry, wer sowas noch hat, wie ich, Windows Phone, steht vor einem Problem, weil es gibt auch keine Windows-Version von dieser App. Ich kann es noch nicht mal auf einen Laptop installieren oder auf ein Tablet, leider. Das finde ich sehr, sehr schade und es wäre sehr schön, wenn hier einfach diese Hersteller dieser Dinge ein bisschen weiter denken würden, als immer nur hier dran. Letzten Endes habe ich hier tatsächlich den Vorteil, was ich ja in dem Vorstellungsvideo schon gezeigt habe, dass ich aufgrund dieses Bauteils, dass jede Bewegung aufzeichnet, jede Bewegung registriert, die ich mit der Hand mache, die ich am Abzug mache und so weiter, tatsächlich auch auswerten kann, wo ich meine Fehler habe. Wo habe ich denn einen Fehler gemacht, wenn ich einen Schuss abgegeben habe? Ja. Wenn wir also uns einfach nur mal spaßeshalber einen Schuss abgeben, habe ich direkt hier, kann man sehen, 95,2, großartiger Schuss. Einfach mal geschossen, sind wir schon runter auf 87,1 und er gibt mir sofort ein Feedback, was habe ich denn falsch gemacht? Das ist in meinen Augen ein hochmodernes und effizientes Trainingssystem, ohne es jetzt lobhudeln zu wollen.
Vorteil hier dran ist ganz klar an diesem System. Ich kann es an Kurzwaffen wie auch an Langwaffen verwenden. Ich kann es fürs Trockentraining verwenden. Ich kann es aber auch beim richtigen Schuss verwenden. Es ist klein, kompakt. Das ist wieder der Vorteil jetzt hier wegen Smartphone. Ich habe das Smartphone in der Regel mit auf dem Stand. Ich lege das vor mich hin und ich kann trainieren. Und ich bekomme sofort ein Feedback, wo habe ich denn einen Fehler gemacht. Und das habe ich bei keinem anderen der Systeme bis jetzt. Und finde es deshalb, die 180 Euro sind es, glaube ich, die es kostet, durchaus wert. Für Waffen, die jetzt keine Pickerschiene haben, gibt es im Shop auch Zubehörteile, um das Teil zum Beispiel unten am Magazinboden zu befestigen. Für die verschiedensten Waffen, ob jetzt eine Glock, ob eine SIG oder wie auch immer. Also da einfach mal gucken. Und ja, es kostet Geld. Aber ganz ehrlich, welches Hobby kostet kein Geld? Ich hoffe, euch hat dieser kleine Vergleich zwischen diesen drei unterschiedlichen Trockentrainingssystemen gefallen und war vielleicht eine kleine Hilfe für euch. Denn nicht jeder kommt tatsächlich zigmal die Woche auf den Stand, nicht jeder hat die Möglichkeit und vor allem das Geld, einen Schuss nach dem anderen rauszugeben. Nicht jeder hat einen richtigen Trainer, der einem tatsächlich das Wissen vermitteln kann, wie man denn tatsächlich schießt. Nicht jeder hat das in dem Verein. Das ist eher rückläufig in meinen Augen. Und da kann ein Trockentrainingssystem, wie zum Beispiel das Mantis X oder auch dieses Lasersystem, sehr, sehr hilfreich sein und auch langfristig gesehen sogar Geld sparen.